Herzlich willkommen, liebe Schwabenchecker-Freunde. Ich wollte es mal kurz wirken lassen, wie nett brachial dieser neue ID.Buzz Pro wirkt. Ja, herzlich willkommen zum Video. Bevor ich es vergesse, wir machen ein kurzes Musikvideo. Viel Spaß, bis gleich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die kleine Präsentation. Ja, vorab vielen Dank ans Autohaus Weber, aus Leonberg in dem Fall. Da steht diese Kiste. Fahrt mal dort vorbei, fahrt mal Probe, ihr werdet begeistert sein. Ja, es gibt natürlich noch Kalf, Herrenberg und Weilerstadt natürlich, die Standpunkte von dem Autohaus Weber. Ja, wo geht denn los, das schöne Fahrzeug? Das geht los bei 64.580 Euro. Dann gibt es die Grundvariante ID.Buzz Pro. Möchtet ihr dieses Zwei-Farben-Design haben, was ich ein Must-Have finde, müsst ihr 2.640 Euro auf den Tisch legen. Wollt ihr nur 100% Metallic, eine Farbe, 1.000 Euro. Es soll noch eine 7-Sitzer-Variante wohl kommen, eine längere, mit einem längeren Radstand, wäre mir fast oder knapp 3 Meter, das ist schon brutal. Der kurze Überhänger, das ist halt irgendwie mega, das sieht cool aus und deswegen macht es auch so viel Spaß, das Ding, ja. Genau, 150 kW, 204 PS, den Motor kennen wir schon. Heckantrieb aus dem ID.3 oder ID.4. Und es gibt noch eine Cargo-Variante, die Transporter-Variante, also sprich ab der B-Säule zu, Ladefläche. Da geht's los bei 54.430 Euro. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz schnell ab. Ich habe so Bock auf den Heckcheck, auf den Kofferraumcheck. Bis gleich. Jetzt nochmal. Passt da ganz drauf? Ja. LED-Rückleuchten sind serienmäßig mit an Bord. Möchtet ihr aber, dass die Blinker praktisch dynamisch sind, müsst ihr 1.720 Euro behabeln. Und dann gibt es noch ein paar andere Features, da kommen wir nachher noch dazu. Genau, ansonsten haben wir komplette LED-Technik. Wir haben komplette LED-Technik auch. Kennzeichenbeleuchtung? Ja, kannst du mal da rangehen. So, möchtet ihr eine Kamera haben, müsst ihr mindestens 1.380 Euro ausgeben. Da ist dann auch der Parkassistent mit dabei und da ist dann auch die Kamera damit dabei mit einer Spritzdüse zum Putzen, okay? Parksensoren nach vorne und nach hinten, die gibt es serienmäßig. Die müsst ihr nicht extra kaufen. Abgedunkelte Scheiben sind auch serienmäßig mit an Bord. Zwei Farbendesign, was es kostet, habe ich schon im Intro erklärt. 2.640 Euro, einfarbig Metallic 1.000 Euro. Spoiler bzw. Haifischantenne ist auch serienmäßig mit an Bord. Genau, jetzt tut er uns irgendwas ein bisschen lüften, aber egal. Ich finde das Riesenlogo, ich finde es kommt ganz cool mit dem Zwei-Farben-Design, abgesetzt ab dem Licht. Gibt es auch verschiedene Lichtspiele. Schaut euch das Ambiente-Video an, kann man drei verschiedene Varianten machen. Elektrische Heckklappe, Open- und Close-Paket, kostet 2.170 Euro. Dann sind allerdings noch die elektrischen Schiebetüren mit dabei, die sonst manuell serienmäßig sind. Dann ist noch eine Alarmanlage mit dabei und wir haben Türgriffe beleuchtet und wir haben eine Umfeldbeleuchtung. Allerdings ist diese serienmäßig. Da geht schon ganz schön was rein, ne? Multiflex-System mit zwei Stoffboxen. Das ist im Komfortpaket mit dabei von 1.880 Euro. Dann ist das Ganze hier, sage ich jetzt mal, knapp 30 cm erhöht. Und dann geht da unten trotzdem, da hinten ganz schön was rein. Das bauen wir jetzt nicht aus, das wäre schon zu viel. Ich finde schon ganz cool, da kann man hier ein bisschen was reintun, Wagenheber. Hier zum Beispiel die Ladekabel und habe dann trotzdem eine ebene Fläche. Und was ich cool finde, bevor ich es vergesse, die kann man hier reintun. Ach, ich mache das auch aus. Kommt besser. Dann kann ich hier zum Beispiel, jetzt habe ich hier was muss bis hier hingehen, das soll nicht rumrutschen. Boah. Dann kann ich das da reinmachen und dann hebt es. Dann hat es so ein bisschen praktisch so einen Schutz und rutscht. Ja. Und ansonsten mache ich das wieder hoch. Das hebt so und dann klappe ich das. Na, so rum. Zack, hier rein und ist aufgeräumt. Finde ich echt eine coole Sache. So, und ansonsten 12 Volt steckdose Serie. Hier können wir noch
Ja, Kleiderhaken einsetzen. Und der ist richtig stabil, muss ich sagen. Ja, also der ist richtig stabil. Genau, das ist serienmäßig. LED-Beleuchtung, und die ist richtig hell, wenn es dunkel ist. Habe ich schon getestet. Die ist auch serienmäßig mit an Bord. Die muss ich nicht extra ordern. Wandereck hier oben gut verstaut in der Heckklappe. Muss sie nicht beim Unfall oder irgendwas hier rumkruscheln. Finde ich auch eine tolle Sache. 1121 Liter Ladevolumen haben wir bis so zur Rücksitzbank. So, und jetzt machen wir das mal raus. Das geht echt easy going, ist auch nicht schwer. Und dann, Moment. Hi. Machen wir das alles vor. So, dann kann man das auch noch aufstellen. So. Dann haben wir 1580 Liter Ladevolumen. Und, wenn wir ganz umklappen, sollen es, das konnte man nicht rauslesen, knapp 2000 Liter sein. So, Moment. Na, langt noch nicht ganz. So, nach vorne. Zack. Zack. Und dann hakt es sogar ein. Hi. Da hast du richtig Platz. Ist zwar gerade ein bisschen anstrengend gewesen, aber das ist schon cool. Also da geht schon ordentlich über 2000 Liter Ladevolumen. Also das weggerechnet. Ja? Also das nimmt uns ja aber ein bisschen was weg. Aber wir haben eine ebene Fläche und können dann so sauber schlafen zum Beispiel. Können wir hier eine höhere Matratze reinlegen. Mega cool. Ja? Also ich komme wieder zurück. Moment. Elektrische Türen sind einfach cool. Genau. Dann gibt es noch kurz, bevor ich es vergesse, die Cargo-Variante. Dann ist natürlich ab der B-Säule alles zu. Dann haben wir 3900 Liter Ladevolumen, beziehungsweise wir können 2 Euro-Paletten reintun. Was will er denn von uns? Keine Ahnung. Es piepst die ganze Zeit. Ah, Tür ist offen. So. Genau. Was wir noch haben, für ein bisschen mehr wie 950 Euro, Anhängerkupplung, elektrisch. Und da können wir eine Tonne ziehen, gebremst, 750 Kilo ungebremst. Die Differenz finde ich jetzt nicht so groß, da hätten sie ruhig ein bisschen draufhauen können. 75 Kilo Stützlast und 100 Kilo Dachlast. Das Fahrzeug selber wiegt knapp 2470 Kilo, inklusive Fahrer. 3 Tonnen darf er wiegen, das heißt, wir können ein bisschen mehr wie 530 Kilo zuladen. Also, ich bin schon dabei. Also geht's eigentlich, muss ich sagen. Ja, ansonsten, der Siebensitzer ist schon angedacht. Man sieht es hier, Armauflagen, hier wahrscheinlich USB-Typ-C-Anschluss, was man vielleicht noch mit reinkommt, wenn du da mal reinleuchtest. Ist schon alles irgendwo, denke ich, vorgesehen. Ja, ansonsten, ja, viel Plastik, viel Kunststoff, Hartkunststoff, ja, kommen aber noch vorne dazu. Hier ist aber wieder Leder mit dabei und ich finde hier eingraviert das ID.Buzz Autole, ne? Finde ich auch irgendwie ganz süß. Ja, und jetzt würde ich sagen, Björn, ah, weißt du, was wir vergessen haben? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hey, Junge, da kommst sogar du durch, ne? Ohne dich zu bücken. So. So, funktioniert auch. In dem Sinne, gehen wir ab zum Seitencheck, zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Seitencheck. Im Open-Close-Paket ist das automatische Öffnen und Schließen, Entfernen, Schließen, Annähern, Schließen mit dabei. Für diese mindestens 2000 irgendwas, 170 Euro war das. Auch mit den elektrischen Hecktürmen, elektrische Heckklappe. Da ist dieses mit dabei. Okay. Außenspiegel in Schwarzglanz lackiert serienmäßig mit integrierten LED-Blinkern. Elektrisch einstellbar, einklappbar, beheizbar, serienmäßig. Getönte Scheiben habe ich schon erwähnt. Kommen wir kurz. IQ Light, schon cool. Zu dem Paket kommen wir noch vorne. Ladesystem. Typ 2, Wechselstrom. In Kombination. Gleichstrom, CCS.
Das ist serienmäßig und das finde ich cool. Und da kann er bis zu 170 kW reinhauen. Mit Typ 2 können wir mit 11 kW das Ganze in 7,5 Stunden vollladen. Mit Steckdose 77 Kilowattstunden Akku. 3 Tage ungefähr. Ja, serienmäßig mit dabei, finde ich toll. Müssen wir nicht extra kaufen. Machen wir wieder zu. Ach, hier hätten wir es auch rausziehen können. Tisch. Wunderbar. Schöne Riesenklappe. Ne? Hier hat es auch LED mit dabei, verschließt sich aber auch wunderbar. Wir, Heckantrieb, bevor ich es vergesse, wenn wir vorne am Achscheck sind. Das hat schon was. Ach, übrigens die stylische D-Säule, die ist serienmäßig mit an Bord. Die müssen wir nicht extra irgendwie in einem Style-Paket oder so kaufen. Einmal durchspringen auf die andere Seite, oder? Ich sitze mal rein. Ich bin gefahren, also ich bin knapp 1,80. Haha, ist schon brutal. Also was serienmäßig ist, die Verstellung. Ne? So hatten wir unsere 1580 Liter Ladevolumen, wenn wir das bis nach ganz nach vorne schieben. So nach hinten haben wir die 1121. Also ich sitze hier schon richtig gut. Es könnte vielleicht noch ein bisschen weiter rausgehen, aber wunderbar. Füße hier unten kann ich gut ausstrecken, kann ich auch, wenn ich will, ein bisschen hier oben reinmachen. Also Kniefreiheit, en masse. Ja. Kann sogar noch vor für den Kofferraum. Also dann, selbst wenn ich ganz vorne sitze, habe ich immer noch genug. Das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Ja. Hier kann ich das Handy eintun, ne, reinstopfen, dann fliegt es nicht rum. Genau. Komfortpaket, 1880 Euro, dann habt ihr USB an den Türen. Ja, ich sitze hier eigentlich ganz bequem, muss ich sagen. Wir haben serienmäßig, das heißt Palladium schwarz, da ist alles schwarz. Sitz Mittelbahn ist Stoff. Hier haben wir in dem Fall das Interieur Style Paket. Da ist die Sitzinnenmittelbahn so ein feiner Velourstoff. Und das fühlt sich richtig gut an. Kostet aber 3.450 Euro, kommen wir noch dazu, was im Paket noch alles mit dabei ist. Kinder Isofix Serie. Wir haben natürlich einen Fünfsitzer, können leider in der Mitte nichts umklappen. Hier haben wir keine Armlehne. Kopfstützen 5 Stück an der Zahl sind serienmäßig an Bord. Ich kann mich auch hier festhalten, habe hier einen Kleiderhaken, kann hier noch ein Gepäcknetz einhängen. Hier hinten oder ganz vorne, das finde ich auch cool. Also da kann man dann auch richtig noch vorne was einladen, dass wir Platz haben. Und wenn wir hier umklappen, ach stimmt, das habe ich vorhin noch vergessen, haben wir bis zu 2,23 Meter lange Ladefläche. Das ist schon ordentlich, was hier dann direkt mit reingeht. Ja, typisch elektrisch natürlich. Platz ohne Ende mit den Füßen. Ja, rechts, links, ich kann da reinlaufen. Ich habe viele Ablageflächen. Das sind wirklich genug da, auch noch hier noch. Und auch in dem Fall hier im Komfortpaket mit dabei, die Mittelarmlehne. Das ist hier ein Aschenbecher mit dabei. Ja. Habe ich ja auch noch Platz, Zeugs reinzutun. Und ich kann die auch noch nachher, wenn ich möchte, rausnehmen. Zeige ich dann vorne. Ich tue den mal hier rein. Panoramadach soll noch kommen, ist im Programm, muss es wohl aufnehmen. LED-Beleuchtung am Dach ist auch serienmäßig, muss ich nicht extra kaufen. Und wie gesagt, ich kann dann hier innen die Türen auch noch dann, pass mal auf, Achtung, elektrisch schließen. Aber Sicherheit geht vor, Safety First, also es funktioniert. Die schließt sofort wieder, oder die schießt sofort wieder zurück, dass ich kein Kind einklemmen kann. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, Björn, wir gehen vor zum Armaturenbrettcheck. Bis gleich. Armaturenbrettcheck. Bevor ich es vergesse, die orangen Farben oder Lemon oder wie du gerade gesagt hast, ne, haben wir ja diskutiert, oder andere Farben, mindestens 1300 Euro bitte auf den Tisch legen, dass es zu der Außenfarbe passt. Aber das finde ich schon cool. Macht Gott sei Dank das Ganze ein bisschen wertig mit dem Leder hier. Ansonsten wisst ihr, was ich meine? Schön hier, Holzapplikation auch Kunststoff, Alu auch Kunststoff, aber dann ist es hier oben wertiger, da könnten Sie hier doch ein bisschen geschäumtes Kunststoff nehmen, da würde ich gerne ein bisschen nachlegen. Danke. Fahrer- und Beifahrersitz, Höhenverstellung serienmäßig. Wenn ihr 400 Euro ausgibt, dann habt ihr auf dem Beifahrersitz irgendwo dann eine 12 Volt bzw. 230 Volt Steckdose sitzen. Ablagefächer in den Türen, en masse. Dazu gehört dann auch ein USB-Typ-C-Anschluss, der ist serienmäßig. Den braucht ihr nicht extra ordern. Ja, also da ist schon wirklich ablagefächertechnisch auch hier, 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 das kann man
noch zumachen. Ja, dann kann man hier auch durchlaufen, finde ich auch cool. Ja, oder runter machen. Ja, das ist dann schon wieder wertig gemacht, gell? Also das muss man schon wirklich lassen. Also auch beim Zumachen fühlt sich gut an. Hier kann ich dann noch einmal Soft and Close Paket, ne, die Türen elektrisch auf- und zumachen, beziehungsweise sperren. Ich habe sie vorhin aufgekriegt, weil hier der Knopf geleuchtet hat. Also hatte ich es aus Versehen gesperrt. Ja, Handschuhfach, ja, riesig und beleuchtet, wunderbar. Auch wertig gemacht. Hier ist dann auch noch der Schalter für Airbag On-Off, wenn mein Kind auf dem Beifahrersitz sitzt. Wir haben eine schöne Ambientebeleuchtung, Interieur-Style-Paket. Da ist dann mit dabei die 30 Farben Ambientebeleuchtung, die Komfort-Stoffsitze. Dann ist mit dabei elektrische Sitze sind mit dabei, mit Memory-Funktion. Und es ist noch mit dabei Sitzheizung, gibt es aber auch im Komfortpaket, was wir mit dabei haben. Im Komfortpaket haben wir diese 5 USB, was ich vorher erwähnt hatte. Die Mittelkonsole, wenn man hier drauf drückt und dann dies auch leicht rausnehmen kann, dann hat man hier nochmal Platz, dann kann man hier nach hinten laufen und das Ganze auch variieren. Ja, das ist ein praktisches Komfortpaket, 1180 Euro oder ich mache es ganz raus. Da sind wir schon wirklich, wirklich cool flexibel unterwegs. Ne? Was haben wir hier noch? Ah, cool. Ein Flaschenöffner. Witzig. Wie gerade gesehen. Ja, nehmen wir gerade mit. Ne? Ja, cool. Also tolle Sachen. Wie gesagt, beim Interieurpaket mit den Komfortsitzen, elektrische Sitze, 3450 Euro. Das hatte ich vorher schon erwähnt. Genau, im Komfortpaket ist noch mit dabei Regensensor. Und hinten auf der im Kofferraum dieses Multiflex, ja, mit diesen zwei unteren Stoffkisten, ja, wo wir ein bisschen erhöht haben, dass wir eine ebene Fläche haben. Ja, genau. Und Regensensor ist auch noch mit im Komfortpaket mit dabei. Kommen wir kurz zum System. Wir haben serienmäßigen 10 Zoll mit Ready Discovery. Und hier haben wir das 12 Zoll. Dafür müsst ihr mindestens 1517 Euro bezahlen. Das ist das sogenannte Infotainment-Paket. Ja. Dann habt ihr das große System. Das ist gut. Dann habt ihr auch nochmal beleuchtete Griffmulden etc. mit dabei. Das ist schon eine coole Sache. Die Slider hier, die gibt es Serie, sind leider nicht beleuchtet. Genau, aber ist nicht schlimm. Zum Thema kurz Ambientebeleuchtung haben wir ein extra Video gemacht. Wenn ihr euch das anschauen wollt, wie das Ganze leuchtet, dann bitte extra anschauen. Der Touch selber, also das ist wirklich hier mit hier. Ne, gehen wir nochmal zurück. Ja, ich habe hier vorne Deutschlandflagge aus Versehen einprogrammiert. Irgendwie, frag nicht, aber funktioniert. Also der Touch funktioniert gut. Ja, genau, so. Ach, so rum muss ich. Ja, also das ist wirklich, ja, hier komme ich auf Ambiente, gehe ich wieder zurück. Also das ist alles easy going. Hier habe ich die Sitzheizung, kann sie an- und ausmachen. Lenkradheizung habe ich mit dabei. Das ist noch, Lenkradheizung ist noch mit dabei bei dem Interieur-Style-Paket. Beziehungsweise im Komfortpaket haben wir dann noch beheizte Frontscheibe mit dabei. Okay? Also das ist alles so ein bisschen verstellt, ja, nicht ganz so konform. Komfort ist für mich irgendwie alles so mit Sitzen und Sitzheizung. Das haben sie ein bisschen gesplittet, manchmal doppelt. Aber das eine wird wahrscheinlich das andere aufheben. Okay? Gut. Induktives Laden haben wir auch noch mit an Bord. Das gehört zum Komfortpaket. Die zwei USB Typ C, die sind Serie. Das Lederlenkrad in Weiß, das gibt es bei beiden Paketen zusätzlich, wenn man es möchte. Multifunktionslenkrad ist Serie. Hier mit den Slidern zum Beispiel beim Interieur-Style-Paket auch wieder mit dabei, wo man hier praktisch so rumsliden kann und mit Vibrationen dran. Also das ist haptisch wirklich, muss man sagen, gut gemacht. Hier das System vom ID3, ID4, bisschen verbessert mit neueren Darstellungen mit dabei. Unser Parkhebel, links haben wir Blinker inklusive Scheibenwischerhebel, finde ich ein bisschen, ja, anders. Ich habe es letztes Mal, habe ich hier, jetzt wo es geregnet, habe ich hier dran, man kennt es ja so, ne? Aber das ist ja der Schalthebel sozusagen. Genau, elektrische Fensterheber sind Serie. Hier habe ich noch, wenn es aufgeht, ja doch, die Wandblinker gehen an. Achtung. Elektrischer Außenspiegel habe ich schon erwähnt. Hier links haben wir noch die ganze Lichtanlage zum Einstellen mit Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung und Nebelschussleuchte. Hier nochmal ein kleines Fächel Lenkrad, das ist in der Höhe und der Länge verstellbar. Das ist Serie. Abblender Innenspiegel ist auch Serie, sowie beleuchteter Innenspiegel, Schminkspiegel auch serienmäßig mit LED. LED hier vorne wieder. Und das Geräusch, Achtung. Ist immer cool mit dabei, so dieses Tut, Tut. Monster Armaturenbrett nach vorne.
wer da mal Scheiben putzen muss an der Front, der darf sich freuen. Aber es gibt ein so ein cooles Raumgefühl, wie damals mit dem Bulli. Ja, man hat so das Gefühl, man hockt in so einem Flugzeug. Ja, irgendwie, weil man so Platz hat und Komfort. Das ist schon wirklich gut gemacht. Klare Linien, nichts Verschnörkeltes. Das finde ich echt eine coole Geschichte. Ja, DAB Plus Radio haben wir noch serienmäßig mit an Bord. Haben wir noch irgendwas vergessen? Genau, 2-Zonen Klimaautomatik, die ist auch serienmäßig mit an Bord. Die muss ich nicht extra kaufen. Und ansonsten, ja, würde ich jetzt sagen, Björn, gehen wir vor zum Achscheck, dann noch kurz zum Frontcheck und zum Energieraum, nenne ich ihn mal. Bis gleich. Manchmal lernen wir noch Sachen zuvor. Wir wollten ja gerade beim Armaturenbrettcheck die Heckklappe öffnen. Ich wollte es eigentlich schon jetzt rausschneiden, habe ich gesagt, aber jetzt haben wir festgestellt, und das finde ich rum wieder cool, dass die Hebebühnenbedienung hinten steht und somit das Auto erkannt hat, oh, Kollege, da ist ein Hindernis, ich mache nicht auf. Also eigentlich eine coole Sache, deswegen hat es nicht funktioniert. Wir haben uns schon gewundert, warum geht jetzt die Tür oder die Heckklappe nicht auf mit der Fernentriegelung. Also, denkt schon mit da hinten, ne? Und es macht da, obwohl du nicht dran denkst. Einfach, da wird einfach Sensor gesteuert, fertig. Genau, Achscheck. Wie gesagt, wir haben Heckantrieb. Wir haben einen Wendekreis von 11,1 Meter. Für diese bisschen mehr wie 4,70 Meter lange Kiste, 2 Meter breit, 1,90 Meter hoch, fährt man mit dem Ding um die Kurven. Das ist unglaublich. Fahrcheck werden wir ja noch zeigen oder ich zeigen, wie es sich fährt, aber vom Wendekreis her, vom Ausparken, Einparken, mega cool, gefühlt wie ein Gabelstapler, die Reifen vorne, so ungefähr. Ja, vielleicht kommt noch ein Allradantrieb, wie gesagt, bisher nur Heckantrieb. Vorne haben wir Bremsscheiben, hinten haben wir Bremstrommel, reicht wohl aus bei den Elektroautos mit der Rekuperation. Serienmäßig 8J vorne, 9J hinten, 19 Zoll. Optional habe ich als Vergleich mal genommen 8J, 10J hinten, 20 Zoll, 450 Euro. Und jetzt sind wir mit der Nähe genau richtig. Winterreifen haben wir hier 235er, 50 R20, 104T Schlappen. Ja, glanzgedreht. Ich glaube, die sehen auch sogar so aus, die ich ausgesucht habe. Finde ich, passen gut zum Auto, gehen aber schon fast wieder unter. Bei der Riesenkiste. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal vor und schauen uns noch das irgendwie witzige, schöne, strahlende oder die strahlende Front an, würde ich sagen. Ja, IQ Light, 1.720 Euro kostet dieses Paket. Bleib mal. Ich husche mal kurz durch. Achtung, jetzt geht wahrscheinlich das ganze Licht an. Ne? Dann haben wir dieses ganze Lichtband hier drin. Ja, 1.720 Euro. Ganz normal Standard-LED haben wir Serie, das LED-Matrix, das Leuchtband, das dynamische Licht hinten, die Leiste, das IQ-Light, auch im Innenraum dieses Band. Guckt euch die extra Videos an, da ist es mit dabei, ist dieses sogenannte Design-Paket. Dann sieht es hier so aus. Und das finde ich dann schon cool. Also ich finde, die Front, die hat schon was, oder? Lehnt sich natürlich an den T1-Bulli von damals an. Ich finde, das haben sie eigentlich mit dem neuen Design der ID-Familie eigentlich richtig gut gelöst. Wie gesagt, Parksensoren nach vorne, die sind serienmäßig mit an Bord. Hier haben wir noch so eine kleine Service-Look, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Interessanterweise hockt das Assistenzsystem, Kamerasystem hier vorne, hier haben wir den Ringsensor, hier für den Lane Assist etc. Und da oben wird wahrscheinlich, vermute ich mal, Antennensystem und sowas drin sein. Keine Ahnung, aber da gibt es auch nochmal so ein Wulstrauß, nenne ich es mal, ne? Gut, und ansonsten gibt es von der Front nicht viel zu sagen. Ich finde sie ganz cool. Hier ist noch der ACC-Abstandsautomatik verbaut hier unten. Ja, jetzt gehen wir noch kurz zum Elektronikraum, wie ich vorher gesagt habe, zur Serviceklappe, zu den kurzen Fahrdaten. Jetzt haben wir hoffentlich einen Ton dabei. Ja, kommen wir zur Serviceklappe, weil Motorraum haben wir ja keinen so wirklich, weil Motor hockt hinten. Ja, und noch kurz ein paar Daten. E-Sound haben wir Serie. Motor ist bekannt, 150 kW, 204 PS aus dem ID3 oder ID4, 310 Newtonmeter, Renten 10,2 Sekunden. Das finde ich eigentlich ganz gut für diese Kiste hier. Wendekreis 11,1, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. 145 km/h V-Max schnell, haben wir auch ein Video gemacht. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, so ja, mindestens 155, 160,
könnten schon sein, also wären schon gut, dass man ein bisschen in Deutschland mitschwimmt. Reichweite habe ich noch ganz vergessen vor. Stadtbereich 570, WLTP kombiniert sind wir bei 420 mit unserem netto 77 Kilowattstunden Akku. Ja. Was haben wir hier noch? Spritzwasser gut zu erreichen. Hier unten links ist noch Kühlflüssigkeit. Ja, ansonsten gibt es von hier drin nicht wirklich viel zu sagen. Wir machen wieder Klappe zu. Das ist aber wertig, muss ich sagen. Gehen wir ab zum Fahrcheck und dann sehen wir uns gleich wieder zum Fazit. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Fahrcheck. Was ich noch schön erwähnen wollte, ist mir gerade aufgefallen. Die Tür, die macht so ein Nachwebgeräusch. Ja, immer noch ein bisschen was machen. Was ich noch vergessen habe, im Armaturenbrettcheck, wir haben hier zwei Mittelarmlehnen in Serie, die äußere kostet extra. Ja, die müsst ihr in dem Paket noch extra ordern. Ist aber fast ein Muss, weil dann hockt man so richtig gechillt. Jetzt würde ich sagen, fahren wir mal los im D-Modus. Und wenn man jetzt mal rumschlagt, der Wendekreis, das ist einfach gigantisch. Ja, wie das Ding sich agil bewegen lässt, das ist brutal. Sehr angenehmer Blinker. Urba. So, dann gehen wir hier mal los. Ah, der ist echt, das Ding bewegt sich kaum. Jetzt habe ich halt kaum eine Rekuperation, also es geht kaum was runter, er rollt praktisch so runter. Und jetzt so, ne, 40, 41, jetzt gehe ich auf B. Und runter 30, 25. Ja, schon gut, ist der sogenannte One-Pedal-Modus. Ich finde den ganz cool, ich fahre den sehr gern, ist natürlich die optimale Sache. Nur muss man sich halt dran gewöhnen. Aber es ist nicht so stark wie jetzt bei anderen Elektroautos. Fahrmodi-Schalter Serie, gehen wir mal auf Öko. Ja, dann braucht er schon ein bisschen. Muss man schon ein bisschen durchdrücken. Aber der hat echt wenig Wankbewegung. Was er macht, er bewegt sich natürlich in sich ein bisschen. Weil das ist ein Riesenauto. Ganz hinten knackt so leicht, aber es ist halt aber auch eine Riesenfläche, die man natürlich zu 100% nett, ich sage mal, steif hinbekommt von der Karosseriebewegung her. Das ist einfach fast nicht machbar. Sonst wäre das Ding ja noch mal eine halbe Tonne schwerer, um den zu versteifen. Ja. So, jetzt drücke ich mal durch und dann gehen wir mal auf Sport. Ja. Yeah. Da merkt man auch deutlich, wie er dann auch das Gas annimmt. Und er lässt sich, wenn man es wirklich fährt, die Sitze sind echt sehr bequem. Lange Strecken, gar kein Problem. Ich kann noch die Schenkelauflage rausziehen, wenn ich möchte. Und dann hier rum. Ah, das ist brutal. Boah, die Sonne, okay. Frontscheibe können wir auch mal putzen. Und dann geht der rum, dann kann man da mal hochgehen. Und dann bremsen wir mal. Ist keiner da. Boah, der zieht gut an. Man hat schon ein bisschen so ein Gefühl, dass das ABS mitkommt durch die Rekuperation. Bis das alles harmoniert mit der Bremse, hat man so das Gefühl, dass das ABS so macht. Aber bremst gut, ist bloß am Anfang schon so ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl. Ja? Die Übersicht nach vorne, ich finde sie cool. Irgendwie wie in so einem Flugzeug. Ja? Also das hat schon was. Lenkrad, schöne Glätte, kostet extra mit dem weißen Leder. Fühlt sich cool an. Ich habe, wie gesagt, auch in der C-Säule, dann in der A-Säule zur B-Säule. Das sind ja fast fünf Säulen eigentlich. Ne? Super Blick so rechts, links, raus. Das fühlt sich echt, oder das ist echt ein schönes Raumgefühl so, wie im Flugzeug. Die Spiegel, witzigerweise ein bisschen kleiner als das Fahrzeug selber ist, aber passt gut. Sicht nach hinten ist okay, muss ich sagen. Natürlich ist alles ein bisschen geduckt. Breite D-Säule, ja, sagt man ja. Aber mit der Rückfahrkamera alles gar kein Problem. Ne? Das geht schon. Und ansonsten, ja, mit den zwei Armlehnen hier, da hockst du halt wirklich echt völlig bequem und völlig entspannt und kannst hier fahren. Ne? Das ist echt wirklich super. So, gehen wir wieder auf Öko. Ja, dann nimmt er halt hier ein bisschen das Gas weg. Aber ich habe alles im Blick, im Griff, kann alles super erreichen, muss mich nicht groß irgendwo hinbewegen. Das ist echt wunderbar. Ich kann hier durchlaufen, kann die Mittelbox ja noch rausnehmen. Ja, also, aber es ist schon, also man ist schon auseinander. Das hat schon was. So mit der Beifahrerin kuscheln ist ja nicht, ne? Ja, und ansonsten, ja.
schönes Abrollgeräusch, nicht so große Windgeräusche, finde ich. Es geht noch. Ist natürlich auch ein riesen Auto mit viel Fläche. Da drückt natürlich auch schon der Wind drauf. Winterreifen haben wir jetzt drauf. Die sind meistens auch noch einen Ticken lauter. Ja, und wenn man sich hier die Wandbewegung anguckt, also man kann den hier wirklich hier also richtig schnell bewegen. Also ja, jetzt gehen wir mal raus und das umsetzen. Ja, ganz, ja, super. Dadurch, dass natürlich der Akku unten sitzt, drückt das ganze Gewicht nach unten. Das macht echt was aus. Das spürt man. Das ist echt brutal. Natürlich muss er ein bisschen Wandbewegung haben, weil wir sind fast 2 Meter hoch. Aber es macht doch gut. Ansonsten fühlt sich alles gut an, wirklich die Sitze. Ich kann so mit der Memory-Funktion kann ich die wirklich verstellen, wie ich möchte, Lendenwirbel etc. Also ist wirklich cool. Wie gesagt, in dem extra Paket mit dabei. Hatte ich ja schon im Armaturenbrettcheck ja erwähnt. Nach vorne die Sicht. Oh, ja. Ich sehe den Ansatz von der Motorhaube. So, und jetzt geben wir mal Gas. So, jetzt kommt 100. Und dann lassen wir uns mal hier mal ein bisschen aushebeln. Ob er da was macht. Aber. Und präzise, es ist echt brutal, also echt brutal mit der Rekuperation. Es hat schon was, ja. Und man merkt wirklich so, also der geht da wirklich agil zur Sache hier. Mal klar, er wankt ein bisschen mit, aber jetzt nehmen wir noch die S-Kurve mit und dann gehen wir über zum Fazit, würde ich sagen. So, dann beschleunigen wir da mal hin. Schön mit 80. Lassen jetzt schön ein bisschen rekuperieren. So, er zeigt uns ja schon eine Kurve voraus, das ist cool. Ja, da kann man da richtig schön rein, richtig rum. Ja, jetzt schiebt er ein bisschen, aber ganz neutral. Cool. Also wirklich, macht Spaß das Ding. Fahrt es mal. Also, ja, hätte ich Bock drauf. Also wirklich chillig und du kannst hier entspannt sitzen wie in einem Wohnmobil. Schlechter Hammer. Ja. Und man sitzt höher als im aktuellen T7. Das hat auch schon was. Also richtig tolle Position von oben. Ja, macht Spaß. Und man hat so irgendwie das Gefühl, dass man trotzdem weiß, wo das Auto ist. Ja, das ist schon ganz witzig. Also, wir gehen ab zum Fazit. Bis gleich. Ja, ich muss mich anlehnen. Das Ding haut mich einfach um. So ungefähr. Ja, so ist mein Fazit. Ich finde das Ding cool. Mir gefällt es. Echt ein cooles, freches, witziges, strahlendes Design. Eine Riesenkiste. Er hat seine Stärken und Schwächen, ja, die gibt's. Ich mache eine Liste, ne? Wieder meine persönliche Meinung dazu. Er hat bockstarke Assistenzsysteme, die funktionieren wirklich gut. Platz, Technik, natürlich auch Material, müssen wir noch ein bisschen gucken. Das passt nicht ganz so zum Grundpreis, finde ich, meine Meinung. Nichtsdestotrotz würde ich mir die Kiste kaufen und ich hoffe, dass es viele von diesen Autos auf der Straße geben wird, weil er echt Spaß macht. Und ich finde, er hat seine Daseinsberechtigung vollkommen. Also mich hat er echt lieb gewonnen. Ich mag den, ja, echt. Und ja, das war's schon. Was soll ich mehr sagen? Hat Spaß gemacht. Ja, bevor ich es vergesse, nochmal vielen Dank, Auto aus Weber, in dem Fall Leonberg. Da steht die Kiste, fahrt mal Probe, sagt einen Gruß von mir. Ja, erlebt das Fahrzeug einfach mal, erfahrt dieses Fahrzeug sozusagen, ja. Standpunkte Weilerstadt, Kalf und Herrenberg nicht vergessen, was Autohaus Weber angeht. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis bald. Ciao.